finde es schön. Man trifft so viele Bekannte auf diesem Ball. Gesichter, die einen schon lange begleiten, die man kennt aus Studienzeit, aus Beruf und so weiter. Es ist wie ein Treffen von Freunden und ich denke, das macht diesen Ball ganz besonders. Freunde treffen, es sind ja auch einige andere da, ein bisschen miteinander quatschen, vielleicht welche, die man länger nicht gesehen hat, zusammen tanzen, Show-Einlage tanzen, also alles Mögliche, wie viel zu erleben. Auf der Rudolfinerie trifft man wahnsinnig viele tolle Leute. Es ist eigentlich ein Ball voller engagierter Menschen. Und das freut mich ganz besonders und ich werde auch tanzen, aber ganz, ganz viel reden und Menschen auch kennenlernen. Stammgast, Fasching Montag kann man nirgendwo anders verbringen, als wir auf der Rudolfinerie tut. Also ganz persönlich gefragt freue ich mich am allermeisten auf die Bundeshymne. Aber mit meiner lieben Frau ist mir natürlich der Walzer am liebsten. Die Rudolfinerie-Redoute ist ein sehr traditionsreicher Ball, eine sehr traditionsreiche Redoute, aber auch sehr, sehr lustig und kann, wie ich gehört habe, durchaus relativ lange dauern. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Herzlich willkommen zur Rudolfinerredoute 2020. Das Ballthema heute Abend ist: Unser Herz schlägt für Europa. Wir feiern ganz Europa, alle Länder, die dabei sind. Und deswegen freut es ganz besonders, dass so viele Couleurträger von unterschiedlichen katholischen und christlichen Studentenverbindungen heute Abend anwesend sind.
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber, und jetzt kann ich sagen, Bundesbruder, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Herr Probst, lieber Bundesbruder, Herr Dompropst, lieber Bundesbruder und alle Ehrengäste, die heute zu uns gekommen sind. Ich habe noch mehr Gänsehaut als letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr unser Jubiläum gefeiert, 120 Jahre, und dachte, wir haben den Plafond erreicht. Ich war falsch. Wir haben heute den Plafond am Fassungsvermögen erreicht und sind ausverkauft. Also heute wollen wir als päpstliche Missionswerke den Damen etwas Besonderes geben. Diese Dosen wurden in Indien zu fairen Bedingungen von Hand gefertigt und bemalt. Und Missio Österreich, wir sind die Missionswerke des Papstes, die päpstlichen Missionswerke, wir tun unglaublich viel Gutes in Afrika, in Asien, in Lateinamerika. Und ich hätte gerne, wenn Sie in Zukunft Missio Österreich hören, dass Sie sich einfach denken, wow! Können wir das probieren? Missio Österreich? Wow, die tun was Gutes. Hohe Geistlichkeit, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, liebe Couleurstudentinnen und Couleurstudenten, ich möchte zunächst einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen für die Einladung zur Rudolfinerredoute. Ich habe nicht nur Grußworte mitgebracht, sondern vor allem sehr, sehr viel Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass sich in den Verbänden und in den Verbindungen unzählige Menschen ehrenamtlich in Österreich engagieren, dass es Orte sind, an denen junge Menschen sehr viel mitnehmen können, sehr viel Leben, fürs Leben lernen können, von Diskussionskultur angefangen bis zum Verantwortung übernehmen. Und ich möchte vor allem auch Danke sagen, weil bei diesem Ball ja ganz bewusst Europa in den Mittelpunkt gestellt wird, dafür, dass wir vielen Kartellern zu verdanken haben, dass Österreich überhaupt ein Teil der Europäischen Union ist. Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung, im Namen der Universität ein paar Begrüßungsworte zu sprechen. Ich bin selbst überrascht, dass es bereits 10 Jahre sind, die vergangen sind, wo ich immer wieder hier stehe und ein paar Gedanken zur Eröffnung dieses Balls vortragen darf. Ich möchte mich heute auch auf das Motto beziehen. Unser Herz schlägt für Europa. Es ist eine entschiedene Ansage an den heutigen Abend und auch eine wichtige Bekundung für eine positive Entwicklung in der heutigen Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, dieses Motto zu wählen, für Europa einzustehen, für Europa zu kämpfen, Europa vorantreiben zu wollen. Gerade Sie als junge Menschen spüren und erleben heute, was Europa ganz konkret heißt. Sie haben Beziehungen über die verschiedenen Länder hinweg, viel mehr als die früheren Generationen. Kontakte, nicht nur virtuelle, auch reale. Sie studieren über Grenzen hinweg. Sie haben Freundschaften über Grenzen hinweg, Ehen, Beziehungen, Familienbande, berufliche Kontakte. Sie kommunizieren in ganz Europa und natürlich auch darüber hinaus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen heute eine schöne, rauschende Ballnacht zum Abschluss dieses Faschings. Und ich darf hiermit im Namen der Universität Wien die Rudolfinerredoute für eröffnet erklären.
Sehr geehrte Damen und Herren, in meinem Namen und im Namen des Eröffnungskomitees, alles Walzer. Und dazu braucht es eine Jury, die holen wir auf die Bühne. Begrüßen Sie bitte mit Applaus Ihren Ballorganisator Dr. Oliver Hödel. Bitte schön. Ja, du bist nicht weit, wo schöne Frauen sind. Hallo lieber Oliver, noch einmal. Außerdem natürlich da Tanzmeister Thomas Krammel. Bitte schön, mit Applaus. Und ich hoffe, er hört uns jetzt oder er ist irgendwo zugegen. Unser wunderbarer Designer Lahong. Lieber Lahong, dürfen wir dich auf die Bühne bitten, aber du hast noch etwas Zeit, denn wir präsentieren Ihnen die Masken. Meine Damen, Sie haben eine wunderschöne Maske und Sie haben eine, und die ist auch so schön, die Maske. Hallo. Und eine Maske ist schöner wie die andere, aber wir haben uns für drei entscheiden müssen und das haben wir online getan. Wir freuen uns so sehr, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr online vorab gekämpft habt. War es ein harter Kampf? Ja, schon. Social Media, Akademie abgeschlossen, Leute mobilisiert. Wer hat alles mitgemacht? Boah, ich weiß eigentlich gar nicht. Die haben mich nur, die zwei Damen gesehen mit ihren Masken, aber dachte, die haben wunderschöne Masken. Gut, aber du hast auch eine sehr, sehr schöne Maske. Du, meine Liebe, die wievielte Rudolfinerretoute ist das für dich? Die zweite nur. Und zufrieden? Sehr zufrieden. Fast mehr als letztes Jahr. Und damit ist die schönste Maske des heutigen Abends Katharina Hillinger. Gratuliere dir ganz herzlich. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Mitternachtsquadrille. Ersten Herren, ersten Damen, zum Vis-à-vis-Platz jetzt und hinüber geht. 3, 4, 5, 6, linke Hand, Aufstellung zum Ball aus See und dazu stellen, schräg rechts. Seid heran. Letzte Mal Vis-à-vis-Platz geschwind, hinüber und die ersten vor und wieder rück. 5, 6, schräg nach rechts und zurück, paarweise. Vor, zurück, vor und wieder rück. Eine Schändlung ist zum Abschluss jetzt. Ausgezeichnet, die Zweiten zum Vis-à-vis-Platz. Hinüber geht's, 5, 6, 7, 8. Die Aufstellung, die linke Hand, kleines Ballersee. Und rechts heran, links heran, rechts zum Vis-à-vis-Platz. Paarweise, Zweiten vor, zurück. Vor und wieder rück, Achtung, schräg rechts und wieder rück, paarweise, vor, zurück und vor, gleich wieder rück, Schändung ist Abschluss und Applaus für sich selber. Dankeschön. Und gemäß der Tradition darf ich die Damen
auf der 121. oder die Rudolfina Redoute bitten, ihr wunderschönes Antlitz zu zeigen. Wir sind in der Demaskierung, die Masken abzunehmen, weil genau so und nicht anders tanzen wir unser erstes Finale. Kolonnen schließen. Achtung und vor, zurück und vor, gleich wieder rück. 5, 6, noch einmal. Dankeschön, paarweise vor, zurück. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Und nächstes Kommando. Zur Hauptstiege. Und zur Bühne. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Vorsichtig, hopp. Hopp, 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 hopp. Achtung, in Tanzrichtung, wir stellen das Tor. Die Arme hoch, hopp, hopp, hopp. Und Richtungsänderung im Tor, zurück und hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Hopp, hopp, hopp. Und auflösen, in Tanzrichtung, einmal geht's noch. Hopp, 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 im Kreis. Herzliche Gratulation und herzliches Dankeschön!